Das ist ein Alpha. Das ist ein 140er Alpha. Okay. Wir müssen den jetzt machen. Hilft nichts. Wir müssen. Wir kommen nicht vor dem weg, der ist schneller als wir. Hallo und willkommen zurück auf Ark Fjordur. Der Festung der Zwerge. Das ist echt wunderschön hier nachts. Ich bin gerade wieder unterwegs. Und wir haben ja letzte Folge ziemlich viele Black Pearls gefunden. Das heißt, wir haben jetzt wieder ganz gute Ressourcen, um so ein bisschen mehr in die ganze Tech-Sache einzusteigen. Tyler hängt dann noch so halb an der Wand, ist schon halb runtergefallen und Killer sitzt schon wieder unten auf der Treppe. Die bleiben einfach nicht an der Wand hängen, die Tylas. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal wieder unten rein und schauen mal, was wir alles herstellen können. Ich habe schon so ein bisschen geguckt. Uns fehlen immer noch viele weitere Ressourcen, aber die Black Pearl-Geschichte haben wir jetzt auf jeden Fall gelöst. Das sollte vorerst mal ausreichen. So. Achso, ich habe auch die Eier schon mal vorbereitet. Wir haben ja auch ein paar richtig gute Eier gefunden. Also wir waren echt mega erfolgreich bei der Black Pearl-Suche. Die sind jetzt am Ausbrüten. Sobald die fertig sind, sehen wir, glaube ich, die Statistiken. Im Moment sieht man noch nichts. Die sind jetzt bei 87%. Läuft. Also da gibt es ziemlich viel noch zu sehen und zu brüten. Das machen wir aber nicht heute. Heute schauen wir mal, was wir herstellen können. Und dann wollte ich nochmal zur anderen Black Pearl Location, weil wir da sowieso noch eine Rechnung offen haben in der Gegend. Und einfach, um auch mal zu sehen, was es da so an Black Pearls gibt, was vielleicht die beste Location ist, um Black Pearls zu sammeln. Ich denke auch, dass es im Meer ganz praktisch ist, weil die Mosas auch recht viel tragen können. Ja? Andererseits haben wir ja auch Transport-Argies und das hat auch super in der Lava-Höhle funktioniert. Aber wir schauen uns trotzdem mal die andere Location an, die ist im Meer, wie ihr euch jetzt denken könnt. Und dann organisieren wir noch so ein paar Black Pearls. Und vielleicht, ja, wir werden auch noch andere Sachen, zum Beispiel Gems und sowas werden wir noch organisieren müssen. Da haben wir, glaube ich, auch nicht genug auf Lager, aber das werden wir dann sehen. Wir haben jetzt auch nicht mehr lange hin, bis dann, ja, angekündigtermaßen eigentlich Ark Ascended erscheinen sollte. Das soll ja jetzt Ende Oktober schon kommen, also bin ich echt ziemlich gespannt, ob der Termin gehalten werden kann. Mal schauen, ich habe jetzt noch nichts gehört. Das ist eigentlich fast ein gutes Zeichen. Warten wir mal ab, vielleicht kommt es dann wirklich. Und dann können wir mit neuer Grafik ins alte Spiel starten. Mal schauen, wie das wird. Und dann gibt es ja auch wieder ein paar neue Dinge. Ne? Mit Ark Ascended kommen ja auch wieder einige neue Sachen dazu. Das wird dann auch wieder so ein bisschen aktuell gehalten. Fürs alte Ark kommt halt jetzt auch einfach kein Content mehr. Und ich bin einfach auch mega gespannt, was sich dann tut. Was wir dann davon wirklich merken von der neuen Version. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall mal deutlich schöner aussieht. Vielleicht ein bisschen flüssiger läuft. Wir werden sehen. So, jetzt gucken wir nochmal kurz hier rein. Was es hier noch herzustellen gibt. Wir gehen ja heute ins Meer. Das heißt, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns zumindest mal den Tech-Helm schon herstellen würden. Der könnte uns heute halt das Leben retten. Deswegen machen wir das einfach mal. Auch wenn der teuer ist, so wie alles hier. Und dann würde ich als nächstes den Tech-Transmitter mal herstellen, damit wir das nächste Mal, wenn wir auf Reise gehen, direkt von hier aus starten können. Dann müssen wir nicht zu den Obelisken, das ist auch super praktisch. Und dann gibt es halt noch richtig viel anderes, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen. So eine Tech-Feeding-Trough wäre cool. Das Ding wäre ziemlich cool. Schauen wir mal, ob wir da genug Ressourcen haben. Da fehlen uns jetzt Congealed Gasballs und die roten Gems, okay. Also wir müssen zu unseren Gasextraktoren runter. Die haben wir ja schon aufgestellt und wir brauchen die Gems. Das ist vielleicht die gleiche Location, ne? Obwohl bei den Gasextraktoren in der Höhle gibt es, glaube ich, grüne Gems, ne? Da müssen wir nochmal gucken, wo es die roten gab. Das ist alles ziemlich kompliziert. Die gibt es in unterschiedlichen Locations. Was auch cool wäre, wäre das Gerät. Das ist die normale Tech Rifle, die ist auch ziemlich gut. Auch unter Wasser vor allem. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie diesen Cruise Missile Launcher. Und den könnten wir uns auch herstellen, ne? Ich glaube, wir können nicht widerstehen. Den Grenade Launcher gibt es noch. Ich glaube, wir stellen uns mal den Cruise Missile Launcher noch her. Und dann haben wir ein paar richtig coole neue Waffen. Das wird jetzt alles eingesackt. So, wo ist der denn hin? Der Cruise Missile Launcher. Der versteckt sich jetzt. Der heißt gar nicht Tech, der heißt einfach nur Cruise Missile Launcher. Okay. Dafür brauchen wir... Was brauchen wir denn dafür? Element oder...
Reichen da so Shards? Ich glaube, wir brauchen allgemein Element, ne? Schauen wir mal. So. Das Gerät habe ich eigentlich gerade equipped. Okay, jetzt funktioniert's. Enter Missile Message. Oh no! Wollte ich gar nicht. Ich glaube, wir haben keine Munition, oder? Wir packen die mal ganz kurz auf die 1. Möglicherweise haben wir einen Schuss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ding ist riesig. Ich glaube, wir probieren den mal woanders aus. In der Basis ist nicht so safe. Dann haben wir noch das Ding. Das schießt, glaube ich, nur mit Element. Ne? So. Genau, das ist jetzt leer. Da brauchen wir Element für. Also ich denke, für die Waffen müssen wir dann noch Element mitnehmen. Da müssen wir uns mal was organisieren. Hier sind jetzt nur Shards drin. Und für den Helm brauchen wir auch Element. Gut. Wir stellen mal das Ding hier auf. Ich glaube, das stellen wir hier oben mit rein. Da ist noch ein bisschen Platz. Dann stellen wir das hier in den Turm, oder? Der ist, glaube ich, auch hoch. Genau, hier haben wir gute Deckenhöhe. Ah, ist ein bisschen knapp, ne? Das ist schon riesengroß, das Ding. Aber das passt ungefähr. Wir stellen das hier rein. Der ist, glaube ich, auch nicht so groß, wie man denkt, ne? Stellen wir mal hier so halbwegs in die Mitte. Bam, Leucht. Okay. Ich glaube, es steht doch ein bisschen hinten raus. Müssen wir mal schauen. Das gucken wir uns mal von außen an. Nicht, dass das dann doof aussieht. Das wollen wir auch nicht. Aber ich sehe jetzt nichts durch die Wand stehen, ehrlich gesagt. Seht ihr was? Ich glaube, es ist gut. Super cool. Dann haben wir hier diesen Transmitter drin stehen. Bam, bam. Und dann können wir hier jetzt direkt unsere Tiere hochladen. Runterladen ist schwierig, weil hier so wenig Platz ist, ne? Aber wir können sie hochladen. Flauschi ist da. Flauschi? Achso, Flauschi können wir hochladen, ne? Tame Creatures. Und dann können wir auch hier unsere Items hochladen. Arc Data. Wir können zum Beispiel den Petri mal wieder hochladen. Das ist unser Notfall-Petri. Der sollte immer hier drin sein, falls irgendwie auf irgendeiner Urlaubsinsel mal was passiert. Dass wir da so einen Petri am Start haben. Gut. Ja, dann können wir eigentlich starten. Die Eier gucken wir uns mal wann anders an. Ihr habt gesehen, wir haben ziemlich viel auf Lager. Wir starten jetzt aber erstmal durch und schauen uns die Tiefsee an. Hol doch ein paar Black Pearls, vielleicht ein paar Gems, mal schauen. Also irgendwelche Gems gibt es auf jeden Fall. Da ist ja auch so eine Gemhöhle, ne? Das ist direkt in der gleichen Gegend. Also wir sind dann... Oh, wir sind oberhalb der südwestlichen Insel unterwegs. Und da ist die Gemhöhle mit den Gas-Extraktoren. Und direkt um die Ecke ist dort auch die Tiefseehöhle. Und in die wollen wir auf jeden Fall mal rein, die Black Pearl Location checken und den Alpha Mosa angehen. So ist der Plan. Jetzt brauchen wir noch so ein bisschen Element. Ich hole mal ein bisschen Element. Und dann brauchen wir noch einen Flieger. Ich denke, wir nehmen unseren Gewichtsvogel, weil Black Pearls sind schwer. Den müssen wir noch ausladen. Das kann ich alles nicht tragen. Das machen wir, glaube ich, am besten per Pull-Funktion. Und dann können wir uns auf den Weg machen, ne? So, dass wir dann morgens, wenn es hell wird und wir wieder ein bisschen was sehen, vor Ort sind. Zeiteffizient nennt sich das. So, da sind wir auch schon. Wir tauchen jetzt mal runter zur... Gemhöhle oder Gashöhle oder wie wir die nennen wollen. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Ich weiß nicht, ob Mara damit hinkommt. Schauen wir mal. Wir müssen ja auch noch so ein bisschen leveln eigentlich. Mara ist ja noch gar nicht hochgelevelt. Das ist jetzt, glaube ich, Mara, ne? Ja, genau. Unser kleiner Babymoser. So. Wo ist denn? Okay, wir sind da. Einmal umdrehen. So. Und dann lassen wir Mara hier sitzen. Der passiert ja nichts. Und wir gehen da rein. Bam, bam. Wir sind halt jetzt zu Fuß unterwegs, alleine. Ich habe jetzt kein Tier dabei. Das heißt, wir müssen so ein bisschen vorsichtig sein. Bam. Cool. Nehmen wir mal die Kanone. Die ist, glaube ich, hier an Land besser. Ja, vorsichtig sein.
Sonst könnte das gefährlich werden, dass uns mal so ein Varan in den Hintern beißt. Wir gehen jetzt hier durch und... Was ist das? Ich mach's Fernglas an, das ist einfach sicherer. 25. Gut. Wir sammeln das Gas ein. Das ist ein 100er. Vielleicht sehen wir auch einen coolen Megalo, ne? Haben wir da schon einen? Ich glaube schon. War so ein guter Megalo. Den kann man immer mal mitgehen lassen, ne? So. Ich glaube, hier sind so viele. Hier irgendwo war doch ein Vorkommen. Was war das? Da war gerade ein Varan. Oh, oh. Nein, nein, nein. Okay. Ich glaube, wir wurden angespuckt. Habe ich gerade die Hälfte meiner Hitpoints verloren? Durch einen Spucker? Was war denn das für ein Viech? Alter Schwede. Mann. 145 hat mich angespuckt. Wie sieht denn die Rüstung aus? Es geht, ne? Die kommen alle zum Essen, glaube ich. Hier unten ist einer. Haben wir den schon? Ja, da steht einer drauf. Wieso schießt der denn, obwohl da so ein Gerät draufsteht? Ich verstehe das gerade alles nicht so. Wir müssen da einmal runter. So. Kommen wir hier sicher runter? Geht so, ne? Okay. Wir brauchen sehr viel von diesen Gasballs. 85 ist gut. Wo kommen die denn alle her? Die kommen hier irgendwie aus den Wänden, ne? Da muss man echt vorsichtig sein. Okay. Trotz Fernglas, super gefährlich. Wir haben hier, glaube ich, 4 von den Dingern stehen. Ich weiß noch ganz grob, wo die waren. Hier vor uns müsste noch irgendwo einer sein. Und dann sammeln wir natürlich auch... Wo ist das Vieh? Hier ist er. So ein paar Gems mit ein. Ich glaube, hier gab es die grünen, ne? Wie gesagt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ich glaube, wir sind safe. Hier wird man ja total paranoid. Bam, bam. Gewichtstechnisch geht's. Wir essen mal so ein bisschen was. Lecker. Premium Steaks. Und da steht noch einer. Ah, da steht keiner. Habe ich den vergessen? Möglicherweise. Was denn hier los? Da schläft oben einer auf dem Felsen. Der schläft oben auf dem Baum. Den hier unten habe ich weggemacht, der war mir zu nah. Oh, da kommt jemand. Der kam zum Essen, glaube ich. So, ich bin mir nicht sicher, ob es hier überhaupt schon wieder Games gibt. Die sind scheinbar irgendwie nicht respawned. Da waren jetzt 91 drin. Also ich glaube, dass die Höhle nicht reingeladen ist, wenn hier niemand in der Nähe ist. Auf dem, im Singleplayer. Und dementsprechend machen die Gasextraktoren in der Zeit nichts und die Gems respawnen nicht. Das heißt, wir können keine Gems mitnehmen, weil die sind schon alle abgebaut. Die haben wir alle schon abgefahren, scheinbar. Ich habe jetzt zumindest keine gesehen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder unverrichteter Dinge abziehen. Naja, wir haben ja zumindest die die Gasballs. Das ist schon mal ziemlich gut. Und die Gems müssen wir halt dann noch nachholen. Das sieht aus, ne? Wenn da so ein Mosa draußen schwimmt. Super freaky. Krass. Da schläft einer. Also ich habe keine Gems gesehen. Habt ihr Gems gesehen? Vielleicht habe ich die ja übersehen, aber... Ist so dunkel hier. Da geht's rauf. Nee, also hier gab es, glaube ich, überall welche. Da gab es einige Locations. Ich habe jetzt keine mehr gefunden. Na gut. Dann ziehen wir erstmal weiter, ne? Ich glaube, wie gesagt, hier gab es eh nur die grünen und wir brauchen ja vor allem die roten. Das waren, glaube ich, die, die gefehlt haben. Dann schwimmen wir jetzt mal weiter in die Tiefsee. Wir werden noch so ein bisschen auf dem Weg leveln mit Mara, dass wir so ein bisschen auf der sicheren Seite sind. So, ohne Flossen bin ich nicht wirklich schnell.
Nochmal aufsteigen. Und dann ziehen wir uns wieder die Taucher-Sachen an. Bam, bam. Dann sind wir wieder perfekt für die Tiefsee equipped. So, dann schlängeln wir uns hier raus. Und die Tiefseehöhle ist ja nur ein paar Meter von hier vor der Sumpfinsel, ne? Direkt vor der Sumpfinsel müsste das sein. So, was haben wir denn hier? Quallen. Die wollen wir nicht. Höhenleck. Galodon, der hat uns schon gesehen. Okay. Ich glaube, er will kämpfen. Traut er sich? Ja, er traut sich. Oh, wir machen 400er jetzt. Das ist nicht so gut. Ja, wir müssen noch ein bisschen üben, bevor wir die fiesen Gegner angehen. Das wäre schon gut, glaube ich. Wir sind jetzt Level 95. Mara. Machen wir noch so ein paar von den Haien. Das sind schon mal wieder 4. Das ist ein Fischschwarm, ne? Super cool. Jetzt machen wir noch weniger Schaden. Was ist denn da los? Was hat funktioniert? Wieso machen wir denn jetzt nur noch 300er Hits oder 260? 390? Das soll mal einer verstehen. Okay. Wir leveln so ein bisschen Melee Damage. So ein bisschen Hitpoints würde ich auch mal machen. 20.000. Melee Damage? Go, go. Gehen wir so auf 800 vorerst. Oder machen wir gleich 1000? Das geht, oder? Jawohl, easy. Und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Okay, 1000er Hits. Kann man schon besser mitarbeiten. Kann man so ein bisschen mit kalkulieren auch, ne? Wenn man jetzt so ein Alpha sieht mit 50.000 Hitpoints, dann weiß man ungefähr, wie lange das dauert, bis der down geht. Bam. Gut, also die Haifische sind kein Problem mehr. Das war ja zu erwarten. Jetzt machen wir mal die beiden noch weg. Oh, ist da eine Höhle? Ich glaube, wir haben eine Höhle gefunden. Mal da rein. Ja, das ist nur so eine kleine Einbuchtung hier. Gut, dann schwimmen wir mal so ein bisschen Richtung Sumpfinsel. Das müsste hier so die Richtung sein, oder? Mal gucken, ob ich mich hier noch zurechtfinde. Schauen wir mal oben aus dem Wasser raus. Jawohl, stimmt, perfekt. Was für ein Zufall. So. Und vielleicht finden wir noch einen Moser oder ein paar Plesios zum Hochleveln, das wäre ganz günstig. Aber hier sind, glaube ich, hauptsächlich Haifische unterwegs. Ein paar Aale. Boah, der ist richtig schön bunt. Ein 145er. Aber wir haben schon genug Haie, ne? Wir haben schon echt gute Haie. Jetzt machen wir wieder nur 870er Hits. Was ist da los? Jetzt müssen wir wieder hochleveln, oder wie? Oh, da kommen alle. Nicht so gut. Sie weg. Jawohl. Gut. Also wir leveln noch so ein bisschen Melee-Damage. Wir müssen über die 1000 Damage kommen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Hitpoints leveln sollen. Das ist halt die Frage, ne? Ich bin noch unsicher. Gewicht haben wir jetzt 2000. Brauchen wir offensichtlich auch, weil wir so viel Fleisch sammeln. Schmeißen wir mal so ein bisschen was raus. Also wenn wir Black Pearls mitnehmen wollen, dann müssen wir das Fleisch sowieso rausschmeißen, ne? Aber das können wir jederzeit neu sammeln, das ist ja gar kein Thema. Die Gasballs sind auch nicht leicht, aber es geht. So. Wir schwimmen jetzt einfach da runter und gucken mal, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Hitpoints der Alpha Mosa hatte. Das müssen wir vorher nochmal checken, bevor wir den angehen. Da ist ein X-Dunkleosteus. Sehr cool. Aber brauchen wir jetzt auch nicht. Ist auch nicht Max-Level. Wir haben schon einen ziemlich guten Dunkleosteus. Das reicht uns. Oh, die sind so gut gepanzert, ne? 460er Hits. Eieiei. Die sind echt gut gepanzert. Schildkröten? Wir fressen einfach mal alles auf, was wir hier finden, hätte ich gesagt. Der Schwarm ist hinter uns her. Nicht gut. Fressen wir mal die Schildkröten mit, oder? Der Haifisch hier, Level 90er. Erledigt. Die geben Shell Fragments, das ist cool. Haben wir aber, glaube ich, schon am Start, ne?
Das ist ein 145er gewesen. So eine große Schildkröte haben wir auch noch nicht, ne? Aber die sind auch ein Riesenkampf zu zähmen. Wenn ihr euch zurückerinnert, haben wir ja schon gemacht. Das war nicht so easy. Da brauchen wir ja diese Fischschwärme für, ne? Komm schon, hol sie dir. Okay. Jetzt müssen wir erst wieder entladen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gut, schmeißen wir mal das ganze Fleisch raus. Wir finden hier wieder Neues. So. Okay. Wir haben jetzt Shell Fragments. Die nehmen wir mal mit. Die sind auch nicht so schwer. Ah, die kann man auch als Keratinersatz nehmen. Perfekt. Und ich glaube, war das nicht das, was wir brauchen? Nee, wir brauchen Schuppen, ne? Wir brauchen Schuppen, um dieses Sea-Scale-Set fertig zu craften. Diese Rüstung. Da brauchen wir noch ein paar Schuppen für. Die müssen wir noch finden. Ich mache mal noch ein paar Schildkröten weg. Ich räume hier einfach allgemein so ein bisschen auf und dann gehen wir runter in die Tiefsee. Wenn wir so ein bisschen noch hochgelevelt haben. Und ich glaube, ich level auch noch so ein bisschen Hitpoints, einfach zur Sicherheit. So, da sind wir. Hier geht's runter in die Tiefsee. Wir sind, ihr seht ja die Koordinaten oben. Links in der Ecke. Wir sind also hier in der Gegend unterwegs. Vor dem Eingang zur Sumpfhöhle, ne? An der Sumpfinsel. Hier tauchen wir jetzt nochmal runter und suchen nach Black Pearls. Also das hier soll auch eine gute Black Pearl Location sein. Ist auch eine der gefährlichsten Locations auf der Map, denke ich. Wir schauen mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Taucherflasche ist noch gut. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 13.000 Hitpoints. Ja, knapp 14.000. Wir haben ja so Heal-Koffer dabei, Erste-Hilfe-Sets. Die werden, glaube ich, sowieso irgendwann schlecht. Das heißt, wir nutzen jetzt mal einen davon, um die Mara hochzuheilen. 25%. Bam! Ziemlich cool. Das sind echt gute Items, super nützlich. Jetzt sind wir bei 20.000. Ich denke, damit können wir uns vielleicht einem Alpha Mosa stellen, je nach Level. Müssen wir mal gucken. Und wir haben jetzt ein Melee-Damage von 1.700, knapp 1.800%. Ich wollte jetzt erstmal so ein paar Plesios, ein paar normale Mosas platt machen und dann mal schauen, wie das funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, dann können wir uns auch mal den Alpha Mosa vornehmen. Was wahrscheinlich auch so Voraussetzung dafür ist, dass wir hier gescheit Black Pearls sammeln können. Weil solange der hier unterwegs ist, müssen wir natürlich richtig vorsichtig sein und können viele Locations dann auch gar nicht angehen, ne? So, da sind wir. Der Tiefseegraben. Da ist ein Mosa, den machen wir mal weg. Das ist so ein 20er Mosa, der hat 4500 Hitpoints. Also normale Mosas sollten für uns jetzt eigentlich ein Kinderspiel sein. Wir testen das aber mal. Jawohl. Das habe ich gar nicht gesehen. Hat der Schaden an uns gemacht? Wenn, dann habe ich es nicht gesehen. So, der ist verspeist. Und wenn wir da weiter schwimmen, ist da, glaube ich, irgendwo der Alpha-Mosa, ne? Wir drehen mal nochmal um für einen Moment. Ich traue mich noch nicht so recht. Wir gehen nochmal ein Stück hoch. Schwimmen mal eine Runde. Vielleicht sehen wir noch ein paar andere Tiere. Dann räumen wir hier erstmal auf, bevor wir den Boss angehen, sozusagen. Und wir schauen mal, ob wir irgendwo Black Pearls sehen, weil ich habe noch gar keinen entdeckt bisher. Sind da irgendwelche Sachen auf dem Boden? Ich traue mich gar nicht abzusteigen. Das sind alles nur Steine hier, ne? Das ist so eine Steinwüste. Da sind Moos. Oh! Das sind mehrere Alphas. Die haben 100.000 Hitpoints. Das ist ein 55er. Da war aber noch einer, ne? Was ist das uncool? Alter Schwede. Ich pack mal das Healpack hier auf Mara, wenn was sein sollte, dass wir nochmal 25% Puffer haben. Boah, das ist ultra spannend hier. Ich glaube, wir haben das bei weitem noch nicht alles erkundet und gesehen. Oh no! Wir müssen hier wieder raus. Hier ist es radioaktiv. Oh, wo geht's denn da hin? Okay, die Ecke ist radioaktiv. Da muss es noch mega tief weitergehen. Das ist hier... Das sind normale Mosas. Alter Schwede, ist das krass. Mit welchem Tier kommen wir denn dann wieder? Wir brauchen ja dann ein Tier, was gegen Radioaktivität immun ist. So. Wir verlieren keine Hitpoints. Na, wir haben noch den Radioaktivitäts-Debuff.
Das ist ein 145er Moser. Moser? Das sind alles Mosers. Wir machen mal die drei weg, dann haben wir hier so ein bisschen Ruhe. Du kommst jetzt weg. Hast du verstanden? Okay. Und da kommt schon der nächste. Ringelpiez? Mal gucken, wer besser ist im Ringelpiez. Wir drehen um. So, einmal drehen. Dann müssen wir nochmal herkommen und müssen da weiter schwimmen. Da geht's wahrscheinlich in diese radioaktive Unterwelt, ne? Oh, das wird so spannend hier noch. Ich glaube, Fjordo versteckt noch einiges vor uns. 25er, easy peasy. Okay. Kurz ausladen. Oh, wir kriegen so Flaggern-Skins, ne? Das ist immer cool. Das kann auch weg, das kann weg. Und das Stoffzeug kann auch weg. Ich weiß nicht, warum Mosas so viel Stoffzeug droppen. Das ist schon komisch. Das ist ultra freaky. Ich weiß gar nicht, ob ich hier den Ausgang wiederfinde, ne? Das ist viel größer hier. Ich dachte, das wäre nur so eine kleine Höhle, aber das ist ja gigantisch hier. Und alles voller Mosas. Wir machen mal die Low-Level hier noch weg. Das gibt bestimmt noch ein paar gute Levels, ne? Nicht, dass wir dann irgendwie von Mosas umschwärmt werden, früher oder später. Das ist so eine andere Kampfmusik hier. Das ist halt schon ein Hunderter, ne? Das wird schon ein bisschen härter. Der lebt immer noch. Was ist denn los mit dir? Gib endlich auf! Nee, wir müssen nochmal umdrehen. Der Wenderadius ist leider relativ schlecht, aber das ist halt auch ein ziemlich großes Schiff, das Ding. Das ist ein Alpha, oder? Nee, ein 20er. Der sah so bunt aus. Alles gut. Ist kein Alpha. Was haben wir denn da? Ein 20er? Ein 140er? Wir suchen jetzt mal unten nach Black Pearls, weil deswegen sind wir ja eigentlich hier, ne? Das auch. Plesio 150er. Mosa Level 20. Okay, wir räumen hier unten jetzt mal auf. Das ist doch die Schlucht, die wir schon gesehen haben. Der wäre halt auch schön zum Zähmen, ne? Komm schon, mach ihn weg. Mosa Level 20? Mosa Level 55. Ich sehe auch nichts. Weiß sie. Da kommt noch einer. 55. Easy peasy. Kurz ausladen. Die droppen so viel Zeug. Also wir können danach ein ordentliches Feuerwerk veranstalten. Das ist ja ganz nett. Eigentlich brauchen wir nur ein, zwei Skins, ne? So. Ist das hier die Location, wo wir schon runtergetaucht sind, oder ist das eine andere? Ich glaube, das ist eine andere. Das sieht anders aus. So. Sagt Bescheid, wenn ihr Black Pearls seht, ne? Da ist irgendwas. Das sieht aus wie ein Kristall oder so. Oh, wenn ich hier absteige und mich dann ein Alpha-Moser in den Hintern beißt, dann war es das aber, ne? Das ist Element-Ohr. Okay. Da oben ist schon einer. Ist das gut? Sollen wir das mitnehmen? Element-Ohr. Wow. Wir nehmen das mal mit. Und gucken mal, wie schwer das ist. Wir haben jetzt ein bisschen Element-Ohr. Das ist sehr schwer. Wir lassen mal das Metall hier, das können wir nicht mitnehmen. Ja gut, wir nehmen mal so ein bisschen Element-Ohr mit. Das ist cool, das gibt's hier. Das wissen wir jetzt, da müssen wir nochmal wiederkommen. Wir wollten ja eigentlich Black Pearls mitnehmen, ne? Wenn wir keine finden, dann nehmen wir Element-Ohr mit. Und untersuchen das mal so ein bisschen. Das haben wir noch nie zuvor gefunden. Und wenn wir noch Black Pearls finden, dann machen wir den Rest vom Inventar mit Black Pearls voll. Ich habe so ein bisschen Gewicht gelevelt, muss ich zugeben, dass wir hier auch was mitnehmen können. Ich bin am überlegen, ob wir noch einen Punkt in Gewicht stecken. Ich glaube, wir machen das. Bam. 4000 ist okay, oder? Das ist halt nicht so hilfreich, wenn wir ein starkes Kampftier haben, aber dann hier aus der Location gar nichts mitnehmen können. Dann bringt es ja irgendwie auch nichts.
Und hier jetzt noch irgendwie einen Gewichtsmoser ins Schlepptau zu nehmen, wäre mir zu gefährlich. Das ist hier schon absolut high risk. Ich glaube nicht, dass der dann überlebt. So. 50er wegmachen. Ich glaube, wir sind bald Max-Level. Das ist ein Alpha. Das ist ein 140er Alpha. Okay. Wir müssen den jetzt machen. Hilft nix. Wir müssen. Wir kommen nicht vor dem weg, der ist schneller als wir. Was macht der für Hits? 800er? Nee. Was macht der? 50er? Okay. Der macht überhaupt keinen Schaden. Okay. Fehlalarm. Ich glaube, es ist alles gut. Ich glaube, wir schaffen den. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Aber wir sollten den schaffen. Oh, wir verlieren trotzdem ganz schön Hitpoints. Das wird doch ziemlich haarig, auch wenn der nur 50er Hits macht. Aber der beißt mega schnell, ne? Wir haben jetzt keinen Debuff oder so. Also der macht keinen Blutungs-Debuff oder sowas. Aber der macht halt schon ein paar tausend Schaden, bis wir den down haben, ne? Friss ihn! Komm schon! Mara, du schaffst den! Jawohl! Unser Sattel rettet uns, glaube ich, gerade den Hintern. Das war gut, dass wir den guten Sattel equipped haben. Komm schon, komm schon, komm schon! Du schaffst den! 157.000! Wenn die Maus nicht aufgibt, dann schaffen wir den. Ich klicke wie ein Weltmeister. So, jetzt sind wir gleich... Ja, wir haben schon ordentlich Hitpoints verloren. Wir sind gleich bei 50% Hitpoints. Aber der Alpha gibt gleich auf. Komm, 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 komm. Mal gucken, wie viele Runensteine das gibt. 9.000 hat er noch. 8.000. 4. 3. 1. Bäm. Jawohl. Easy. Okay. Also wir haben jetzt wahrscheinlich schon so 3.000 Hitpoints verloren. Das ist natürlich schon nicht ohne. Wir brauchen aber nicht mehr Hitpoints, weil wir einen guten Sattel haben, denke ich. Also ich würde sagen, die 28.000 Hitpoints reichen uns. Wir haben einen Sattel mit 142 Rüstung. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Hier ist mal ein bisschen was. Und dann müssen wir die Taucherflasche wechseln. Ungefähr so. Und dann haben wir 7 Levels bekommen. Was geht denn? Jetzt sind wir aber Max-Level, oder? Mehr Gewicht machen wir nicht. Wir machen alles Midi-Damage. Go, go. Gehen wir auf 2000 hoch, wenn wir es schaffen. Wir haben jetzt 97 Runestones bekommen, wie es aussieht. Das ist ganz cool. Das ist schon echt viel. Sollte es auch sein, war ja auch ein echt fieser Gegner. Wir haben so einen Rocket Launcher. Skin, Fireworks, mega cool. Und so ein paar unnütze Handschuhe und so. 140er Chitin, okay. Kann man ja mal mitnehmen. Ein Rezept. Alpha-Mosa-Zähne. Oder einen, ne? Ein Alpha-Mosa-Zahn. Ich glaube, das war der erste Alpha-Mosa, den wir gemacht haben. Das ist halt auch kein Spaß, ne? Die sind extrem gefährlich. 140.000 Hitpoints. Ich weiß nicht mehr, wie viele Hitpoints der Alpha-Rex hatte. Waren das 40.000? Also es ist nicht vergleichbar. Und natürlich auch vom Damage-Output überhaupt nicht vergleichbar. Das haben wir jetzt nicht so wirklich gesehen, weil wir halt einfach einen echt guten Sattel haben, ne? Kommen wir hier durch? Nee, ich glaube, wir stecken fest. So, wir haben unsere Mission immer noch nicht erfüllt. Wir wollten ja eigentlich Black Pearls finden. Angeblich soll es die auch hier unten geben. Aber ich habe jetzt noch kein Black Pearl-Vorkommen gesehen. Ist das Schwefel? Das ist wieder Element. Oh, ne? Element-Erz brauchen wir jetzt nicht. Aber so ein bisschen... Schwefel oder was? Flint? Element Shard. Okay. Das hier sind Element Shards. Alles klar. Das lohnt sich jetzt nicht so, die abzubauen, glaube ich. Ambergris gibt es da auch, okay. Das ist Ambergris und... Element Shards. Die sind halt irgendwo einsortiert bei unseren Shards da oben, ne? Okay. Das ist so ein bisschen die High-End... Die Location, die in Genesis im All war, ne? Also hier gibt es die ganzen All-Ressourcen. Absolut High-End. Und wenn wir da weiter runterschwimmen in die radioaktive Zone, dann wird es wahrscheinlich Reaper und sowas geben, oder? Nehme ich mal an.
Wir müssen mal testen, was das hier ist, oder? Wir gucken uns das jetzt mal alles an. Deswegen sind wir ja hier. Das ist gar nichts. Okay. Sieht aber witzig aus. Also ich vermute, in dieser Schlucht gibt es dann nur die Element-Erze. Wenn wir Black Pearls wollen, dann müssen wir wahrscheinlich woanders suchen. Ja, dann schwimmen wir einfach noch ein Stück weiter und untersuchen das mal so ein bisschen weiter. Und dann müssen wir irgendwann den Ausgang suchen. Du, so teut ist Level 95. Okay, also hier gibt es auch Riesentintenfische. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Das wäre schon wichtig, dass wir wissen, wo der ist, damit wir hier dann notfalls auch wieder rauskommen. Wow, ich habe hier so ein riesen Skelett gefunden. Ich weiß nicht, was das mal war. Auf jeden Fall ist das hunderte Meter lang. Keine Ahnung. Und ich glaube, das sind Black Pearls. Jawohl, das sind Black Pearls. Ich bin überladen. Das ist nicht so gut. Hier unten, bisschen gefährlich. Okay. Ja, unser Moser ist auch überladen. Wir haben jetzt so Ambergris. Ich würde das mal mitnehmen, weil wir haben, glaube ich, noch keins zu Hause. Auch das ist sehr schwer. Wir haben dieses Element-Ohr, das ist ziemlich schwer. Und wir haben jetzt ein paar Black Pearls. Wie machen wir das? Wir müssen die Hälfte hier lassen. Oder zumindest ein Drittel oder so. Lassen wir die mal hier? Wir sind immer noch überladen. Das ist mir zu gefährlich, hier überladen rumzuschwimmen. Wir machen das mal so. Lieber safe than sorry. Oder wie man das so auf Mischdeutsch-Englisch sagt. Und dann kommen wir halt nochmal wieder, ne? Wir haben ja eigentlich schon genug Black Pearls zu Hause. Das Element Ore und das Ambergris ist für uns fast interessanter. Das sind jetzt neue Ressourcen. Die hatten wir bis jetzt noch gar nicht gesammelt, glaube ich. Und das gibt es beides hier unten in diesem Trench. Und an diesem unvorstellbar langen Skelett gibt es immer wieder Black Pearls. Da sind, glaube ich, auch welche. Also überall an diesem Skelett. Und das ist auch relativ einfach zu erreichen. Das erreicht man eventuell sogar, ohne dass man dafür Mosas töten muss. Jetzt muss ich nur den Ausgang wieder finden. Dann kann ich euch auch ungefähr sagen, wo das jetzt ist im Verhältnis zum Ausgang. Aber momentan habe ich selber keine Ahnung, wo ich bin. Das kann also noch einen Moment dauern. Ich glaube aber, dass der Ausgang relativ einfach zu finden ist. Also diese hohe Felsdecke, die ist nicht so groß wie der Rest der Höhle. Das geht unten noch wesentlich weiter. Aber den Ausgang findet man eigentlich ganz gut. Wir waren ja schon hier unten. Das letzte Mal habe ich nur nicht überrissen, wie groß die Höhle ist, ne? So, hier ist nichts. Mara, was ist, wenn wir hier unten festhängen und nie wieder rauskommen? Wir sind für immer in der Tiefsee gefangen. Da unten ist schon wieder einer. 95er Moser. Hier gibt es halt so viele gute Mosas. Wir hätten schon wieder mehrere Mosas zähmen können. Da waren wieder gute dabei. Aber wir sind hier an dem Trench. Hier ist definitiv nicht der Ausgang. Der muss noch weiter weg sein. Ich gucke trotzdem mal oben. Vielleicht gibt es ja mehrere Ein- und Ausgänge. Vielleicht haben wir erst einen gefunden, aber es gibt mehrere. Wer weiß. Das ist auf jeden Fall eine riesige Tiefseehöhle. So, da unten leuchtet wieder Element Ore, glaube ich. Schauen wir mal. Was ist das? Ich glaube, das sind Ambergris-Steine oder so. Die leuchten so verrückt. Das ist halt ein bisschen creepy, sich hier unten zu verirren, ne? Okay, hier haben wir wieder ein riesen Skelett unten. Ich glaube, das ist alles ein Skelett. Und das ist der Kopf, oder? Lass mal zum Kopf schauen. Vielleicht sehen wir, was das mal war. Ist das? Oh, Moment. Das ist nicht gut. Wir hauen wieder ab. Okay, beim Kopf des Skelettes fängt die böse Zone an. Die radioaktive. Oh Mann, ist die Höhle groß. Wahrscheinlich müssen wir ziemlich weit von der radioaktiven Zone weg, um rauszukommen, oder? Ich denke, wir müssen genau in die andere Richtung. Und dann finden wir bestimmt den Ausgang. So, ich habe jetzt das andere Ende vom Skelett gefunden. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Skelett. Da unten ist dieser Graben. Hier ist das Ende vom Skelett.
Und ich glaube, da oben ist möglicherweise der Ausgang. Hier sieht das ein bisschen so aus. Ja, okay. So kann man sich so ein bisschen zurechtfinden. Also, wenn man das Skelett hat, dann dem einfach folgen. Die Kopfseite ist die böse, die Schwanzseite ist der Ausgang. Und es gibt, glaube ich, nur einen Ausgang. Ich habe jedenfalls nur einen gefunden. Wow. Super creepy, das Ganze. Nehmt auf jeden Fall viele Sauerstoffflaschen mit. Könnte sein, dass ihr die braucht. Kurzer Höhlenlag. Mann, Mann, Mann. Wir waren, glaube ich, ziemlich lange da unten. Das war ziemlich spannend. Wir gehen jetzt mal hier an Land. Und uns geht es zum Glück inzwischen wieder ganz gut. Das sind richtig viele Quallen, die müssen wir wegmachen. Die machen uns Stress. Quallengift haben wir auch ziemlich viel gesammelt. Ich werde jetzt in den Archie umladen und das alles erstmal nach Hause bringen, glaube ich. Wir müssen ja die... Oder wir lassen den Archie hier stehen und gehen nochmal runter. Holen noch mehr Ressourcen. Das wäre natürlich möglich. Wir müssen nur hoffen, dass dem Archie da nichts passiert. Wir haben jetzt ein paar hundert Gewicht an Bord. Wir haben 300 davon. Wir haben 600 Pearls gewichtsmäßig. Und wir haben jede Menge Leder gefunden. Wir haben so Biotoxin jede Menge gefunden. Wir haben Shell Fragments gefunden. Richtig viele gute Ressourcen. Wir haben ja so ein bisschen Congealed Gas mit eingesammelt. Das ist auch cool. Das war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Jetzt bin ich nur ultra gespannt, wie es da unten weitergeht. Mit dem Moser kommen wir dann natürlich nicht weiter. Ja, wir brauchen dann auch neue Taucherflaschen, bevor wir da wieder reingehen. Das ist nicht sicher. Ja. Und da müssen wir... Ich überlege gerade. Ich glaube, die Katzen sind immun gegen Radioaktivität, ne? Und wir müssen halt dann eine Hazmat-Suit anziehen. Oder eventuell, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Tech-Rüstung gegen Radiation hilft. Das müssen wir testen. Dann stellen wir mal die komplette Tech-Rüstung her. Dafür brauchen wir wahrscheinlich erst wieder Gems. Also, kann noch ein bisschen dauern. Das ist dann wirklich absolutes Endgame. Und da unten können wir dann bestimmt auch so Reaper-Queens und sowas finden. Eieiei, und ich hätte gern so ein Tuzo-Teutis. Es gibt noch ziemlich viel zu tun, glaube ich. Na gut, für heute müssen wir leider mal wieder Schluss machen. Wir waren ziemlich lange unterwegs mit Mara. Die ist jetzt gut hochgelevelt. Was bist denn du für ein Level, Mara? Das musst du uns noch sagen. Mara ist jetzt nämlich Level 217. 28.000 Hitpoints. Ziemlich viel Gewicht, damit wir auch was mitnehmen können. Und super stark. Also wir haben jetzt hauptsächlich auf Melee-Damage gelevelt, ne? Nimm mal die Nase hoch. Mara mag nicht die Nase hochnehmen. Ich weiß nicht, warum. Magst du nicht? Nee? Na gut, dann halt ohne Nase hochnehmen. Für heute lassen wir es erstmal gut sein mit Ark Fjordur. War wieder ein Riesenspaß. Ich hoffe natürlich, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Wir haben den ersten Alpha Moser zerlegt und gleich so einen richtig fetten. Da gibt es ja noch viel mehr da unten. Da können wir so ein bisschen Alpha Moser Zähne sammeln. Wir müssen auch mal so ein Tuzo-Teutis zerlegen und vielleicht mal einen Zähm hin. Mal schauen. Also da unten in der Tiefsee werden wir, glaube ich, noch öfter unterwegs sein. Für heute war es das aber aus Ark Fjordur. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.